In der heutigen Folge geht es zu einem verlassenen Hotel, wo es einen riesengroßen Brand gab. Und ich bin schon drinne. Ich wollte irgendwie draußen kein Intro filmen. Film ist jetzt von innen und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe den ersten Eindruck gesammelt. Hier gibt es noch einiges an Inventar zu sehen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Video. Hier tröpfelt es schon. Und das sieht hier nach einem guten Eingang aus. Halten die Stühle mich? Ne, die brechen durch, hundertprozentig. Da sind viele Mücken. Hier geht's rauf. Okay, das ist Betonboden. Den vertraue ich. Aber dieser Decke kann man nicht mehr vertrauen. Hier sieht man, hier hat's gebrannt. Und zum Glück ist der Boden aus Beton. Es hat schon wieder so was richtig Apokalyptisches hier. Diesen Blick da nach draußen. Und hier durch diese schwarzen Gänge. Ist das eine Holztreppe? Hier haben wir schon das erste Hotelzimmer. Noch mit einem Büchlein und einer Nachttischlampe. Zwei Sesseln. Einem Schrank, der ja, höchstwahrscheinlich leer sein wird. Genau. Und hier einem Badezimmer, in dem es wohl auch so ein bisschen gekokelt hat. Der Raum ist schon wieder ausgeräumt. Wie das hier aussieht mit diesen Schränken, die eingeschlagen sind und noch schwarz und verkohlt sind. Nehmen wir nochmal ein Hotelzimmer. Hier fehlt eine Matratze. Aber die Sessel sind wieder drin. Und hier wird es echt gesundheitsgefährdend mit dem ganzen Feuergeruch. Oh, die Fenster gehen noch auf, aber es macht ziemlich viel Lärm. Eine düstere Stimmung hier drin. Und Heiko wartet draußen, er kennt diese Location nämlich schon. Und ja, ich bin jetzt hier alleine drin. Und es ist so dunkel hier drin. Ja, die Hotelzimmer sind alle ziemlich gleich. Hier sieht man mal ein paar Lampen. Artists Against Vandalism. Absolut, Mann. Das ist wirklich ein schönes Graffiti. Ja, wenn man wirklich in so einem Ort, das runtergekommen ist, seine künstlerische Begabtheit austobt und wirklich so ein schönes Graffiti dahin macht, dann ist es okay. Hier ist noch ein altes Wählscheibentelefon. Daran kann man mal wieder sehen, wie alt das Ganze ja sein muss. Und hier ein Plattenspieler als Koffer. Noch ein Spiegel und ich habe so einen leichten Geschmack von irgendwas nicht Gesundem im Mund. Also, eigentlich sollte man hier lieber eine Maske tragen. Ja, klar, der Schrank ist auch leer. Dann haben wir hier noch ein Hotelzimmer. Komische Lampenkonstruktion. Also, es sieht ja echt seltsam aus. Boah, hier knackt schon so ein bisschen. Ich bin jetzt hier nochmal zurückgegangen. Hier sind nur Toiletten. Ist kein Gang, da geht es noch lang. Ja, gucken wir erstmal hier. Hier wurde schon so ein bisschen aufgeräumt.
Hier sind nämlich die Möbel so ein bisschen sortiert, die Tische übereinander gestapelt und die Stühle hier. Und auch hier stinkt es wieder richtig drin. Und das ist wirklich nicht gerade gesund, hier ohne Maske rumzulaufen. Hier haben wir noch ein paar Unterlagen von 1988. Das ist eine Gehaltsabrechnung von 1.592,82 € brutto aber. Denn hier sind noch mehr. Von Aushilfen auch noch die Löhne. Das hat man hier zurückgelassen. Muss ich ja verpixeln, deswegen ist es ganz gut, dass die Taschenlampe das so ein bisschen verblendet. Aber hier sind die ganzen Gehaltsabrechnungen von den Mitarbeitern. Das ist ein Datenschutzskandal hier. In dem Raum hier wurde auch so ein bisschen das gestapelt sortiert. Guckt mal, 5 Fehlscheibentelefone am Einschlag. Das sieht man selten heutzutage. Viele Lampen hier aufgestellt und Stühle. Also ein bisschen aufgeräumt hat man hier schon, aber das wird jetzt wohl trotzdem sich nicht mehr hier großartig verändern. Hier war eine Theke. Hier tropft es. Ich weiß nicht, eigentlich will ich hier nicht durchgehen. Ich glaube, es lohnt sich sowieso nicht. Nee, hier geht es sowieso nur nach draußen. Draußen tropft es. Ach, zu spät. Ich habe meine Schuhe schon eingesaut. Uiuiui, der Boden hier, der ist gar nicht mehr gut. In den Raum kommen wir wohl nicht mehr rein. Da wird der Boden wohl zusammenbrechen. Man sieht es ja hier schon. Das war auf jeden Fall kein kleines Feuer hier. Also man sieht kaum einen Raum, kaum einen Gang, wo nicht leichte Brandflecken sind. Hier sind sogar sehr starke Brandflecken. Hier sind weitere Hotelzimmer. Hier steht nur noch ein Bett drin. Das war ein sehr kleiner Raum, Einzelzimmer. Oh, oh nee, hier ist die Luft wirklich schlecht. Hier sollte man sich nicht lange aufhalten. Ja, überall Brandflecken. Überall. Mist, ich wollte hier mit der Drohne mich ein bisschen verfolgen lassen, aber das geht gar nicht. Die ist von alleine in andere Räume einfach reingeflogen. Ich stell mir gerade vor, wenn jemand anderes hier reinkommt und das erkunden will und dann auf einmal so eine Drohne auf ihn zufliegt. Die war außer Kontrolle. Aber das liegt daran, dass es hier einfach so dunkel drin ist und die konnte mein Gesicht einfach nicht erkennen. Die funktioniert nämlich mit Gesichtserkennung, dann verfolgt sie dich. Ich glaube, das soll mal das Schwimmbad gewesen sein. Das war auf jeden Fall mal überdacht. Und das Wasser und ja so eine Art Becken, aber das kann man gar nicht mehr erkennen. Das ist alles auch zugewachsen. Aber ich glaube, das soll das Schwimmbad gewesen sein. Ich weiß, für euch ist das kaum noch erkennbar, auch für mich kaum noch erkennbar. Aber ich denke, das war das Schwimmbad. Wenn ihr das Wasser seht, dann könnt ihr schon so ein bisschen erkennen. Außen sind nämlich nur so viele Glasscheiben. Und diese Wände, das gehört ganz klar zu einem Schwimmbad. Aber davon ist ja kaum noch was übrig. Im Keller ist noch ein Solariumbereich und ein Saunabereich. Auch schon sehr runtergekommen, selbst hier hat es gebrannt. Aber diese eine Glühbirne, die sieht doch niegelnagelneu aus. Ansonsten alles hier zerstört, nass, feucht, verbrannt, eingestürzt. Hier steht es nochmal, Sauna. Aber ich denke, man kann es auch so erkennen, dass es eine Sauna sein soll. Und dass das hier ein Solarium sein soll, erkennt man auch. Es gibt noch viele Überreste vergangener Zeiten, aber halt nicht mehr im besten Zustand. Hier war wohl der Waschraum. Eine Waschmaschine wurde hier mitten in den Gang sogar gestellt. Und jetzt geht es in den anderen Gebäudetrakt. Vielleicht hat es da ja nicht so viel gebrannt. Ich habe gerade geschaut. Ich war im anderen Gebäudetrakt schon drin, aber irgendwie habe ich die Küche übersehen. Jetzt kommen die ganzen Kirchenglocken raus. So, oder? Die Kirche war gar nicht zugänglich von dem Eingang aus.
gefährlicher Abgang hier. Ich kann mich ja noch nicht mal festhalten, weil ich hier eine Taschenlampe in der Hand habe. Soll ich was abnehmen? Nee, passt schon. Alles nass hier, es läuft hier auch so ein Bach raus, das Wasser. Und meine Schuhe sind jetzt schon richtig durchfeuchtet. Aber es geht noch mal rein in den Gebäudetrakt, wo ich gerade rauskam. Ich stand nämlich hier. Und hier geht es aber noch in die Küche. Die soll wohl sehr lohnenswert sein, meint Heiko. Aber das Wasser scheint hier schon so ein bisschen reingelaufen zu sein. Obwohl, nee. Naja, stinkt zumindest sehr hier drin. Und zwar richtig bärstig. Aber hier steht noch einiges drin. Verrostete Bratpfannen. Hier noch so ein Kochanzug. Und hier ist alles zugemüllt. Dieser versiffte Mist hier. Na, lohnt es sich überhaupt hier durchzugehen? Ist noch ein Schuppen irgendwie, aber Schuppentür ist zu. Aber hier steht noch was drin. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Ja, ein paar Stühle, die hier gelagert worden sind und da hinten noch so ein kleiner Werkraum mit Schrauben, Farben. Das war's auch. Dieser Glasgang hier ist übrigens versperrt. Die Türen sind zu, habe ich schon getestet von innen. Aber die führen einen genauso wie dieser verbrannte Holzübergang in den anderen Gebäudetrakt. Sieht schon wirklich sehr, sehr übel aus. Und das hier war ein Schornstein. Hier haben wir noch die Garage. Autos stehen hier leider keine mehr drin. Aber noch so ein paar Waschmaschinen, Geschirr und Lampen. Verpackte Klamotten. Noch diese Kissen für die Liegen. Aber ansonsten nichts Spektakuläres. So, wir gehen jetzt hier von außen nochmal drumherum. Ich habe euch jetzt eigentlich alle Spande hier gezeigt. Also ich habe jetzt nicht jedes einzelne Hotelzimmer gezeigt, weil in manchen stand gar nichts drin oder viele sahen ziemlich gleich aus. Aber ich denke, ihr habt schon einen guten Eindruck von dem Hotel bekommen. Und man hat ja noch ziemlich viel hier gesehen an Inventar. Und sogar die Gehaltsabrechnungen lagen hier einfach noch rum. Ich fand's cool, auf jeden Fall. Und voraussichtlich wird es in der nächsten Folge wieder auf Lost Place Tour gehen. Also Lost Place Fans werden aktuell richtig zufriedengestellt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.